Tüdelü, ich grüße euch. Ja, ich habe da noch so eine Kleinigkeit. Ich habe so eine Bluetooth-Soundbar von Blaupunkt als Geschenk gekauft und habe darauf geachtet, dass sie halt Bluetooth kann und gleichzeitig auch als Connector zum PC dient oder als USB-Player machbar ist. Und genau das unterstützt diese Blaupunkt-Soundbar. Ich habe jetzt noch nicht alles ausprobiert, aber ich wollte euch einfach mal zeigen. Im freien Markt kostet die 39 Euro. Ihr kriegt die, glaube ich, aber mittlerweile im Angebot gerade bei Action. Das ist so ein Kaufhaus, Kaufhof, keine Ahnung, in der Richtung. Für 29 Euro habe ich heute gesehen. Die Blaupunkt-Soundbar hat 2x10 Watt, unterstützt Bluetooth 4.0, hat einen USB-Anschluss, einen TFT-Anschluss, ein AUX-In-Anschluss. Ich zeige es euch jetzt mal so ein bisschen im Design und Details. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt scharf genug und stellt die Bilder gut dar. Also ich finde sie so von der Optik her sehr schick. Verarbeitung, ihr habt die zwei Lautsprecher, ihr habt hier so ein Display hinter. Auf der Unterseite habt ihr die technischen Angaben von dem Gerät. Dann habt ihr zwei so Gummi-Dinger, damit die nicht so hin und her rutscht. Auf der Rückseite habt ihr einen AUX-In-Anschluss, den besagten USB-Anschluss, ist mit Sicherheit aber 2.0, dann den TFT-MicroSD-Kartenanschluss, die Stromversorgung. Bei dem Gerät war ein USB-Kabel bei, ein Mikroklinkenkabel, aber kein Stecker. Den könnt ihr aber von jedem Samsung-Handy nehmen oder UY, wie sie alle heißen. Dann habt ihr einen An- und Ausmacher. Beim Anmachen gibt ihr ein Geräusch ab. Bluetooth Mode. Und geht direkt in den Bluetooth Mode. Dann habt ihr oben drauf diese Tasten M, Plus und Minus. Und weiter, wie, ja, keine Ahnung, ihr habt so eine kleine Klappe. Da kann man das Telefon zum Beispiel, das Tablet reinstellen. Die fährt nicht automatisch zu. Jetzt macht es tatsächlich. Wahrscheinlich nur je nachdem, in welcher. Ah, genau, wie man es gerade hält. FM Mode. Ihr habt das Radio da drin. Clock Mode. Ihr habt eine Uhr da drin. Und wir kommen wieder zurück in den Bluetooth Mode. Dann kann man auf der Rückseite, ich habe jetzt einen einfachen USB-Stick, den da reinstecken. Play by USB Drive. Stellt sich von alleine um, fängt an zu spielen. Also klangmäßig finde ich für 30 Euro, 40 Euro. Ich kann die Brücken nicht mehr sehen. Super. Kann man gar nicht anders sagen. Zu viel. Pause. Mauern aus Zimmer. Dann geht der nächste Track plus minus. An guten Tagen. Also, alles definitiv. So und meine Uhr. Würde ich sagen, FM Mode. Jetzt machen wir mal eben Mode. Bluetooth. Jetzt gucken wir Bluetooth mal. Bluetooth Mode. Ich habe hier ein bisschen drauf. Schauen wir mal, ob der sich relativ schnell verbindet. Wenn man den Knopf dann auch drückt. Ich hoffe, der verbindet sich jetzt mit dem Ding und nicht mit meiner Endstufe. Ja, wäre jetzt schön, wenn er was anzeigen würde, tut er nicht. Immer mal in den Player. Okay. Ja. Nein, ich will keine Playlist. Ah, okay, wie ihr hören könnt, verbindet er sich recht schnell. Haben wir nochmal Playlist. Na, guck mal da. Ja, ihr könnt jetzt natürlich die nicht vergleichen mit einer Soundbar, die 2, 3 oder 1000 Euro, die man hier Atmos-Soundbar, da braucht man nicht drüber nachdenken. Aber für die Kohle ist das Ding einfach nur geil. Also,
Ich muss die Bedienungsanleitung lesen, ob es noch was dabei gibt an Funktionen. Schade finde ich halt. Kein Netzstecker dabei liegt, das finde ich enttäuschend. Also meine war versiegelt, da war definitiv kein Netzstecker bei, aber ihr habt hier halt diese zwei Kabel, ne, Klinkenstecker und USB-Anschluss mit diesem alten Format, was es gibt. Ja, ich würde sagen, für das Geld kann man echt definitiv nichts sagen, ist eine Kaufempfehlung. Mit internem Akku von 3500 mAh kommt man wahrscheinlich auch relativ weit, denke ich mal. Ja, in diesem Sinne, von mir 100% Kaufempfehlung an euch und dann macht's gut, würde ich sagen. Tschüss.